Als ich Pina Maya kennenlerne, hat sie große Probleme mit dem Atmen. Seit 25 Jahren leidet sie an Allergien, hat sehr starken Heuschnupfen mit zunehmenden Asthmaanfällen. Atemnot und teilweise Todesangst sind die Folgen. Ihre letzte Hoffnung? Hypnose. Ist das möglich? Kann eine Therapie mit Hypnose sie heilen? Auf den ersten Blick sieht man Christine Schönfeld ihr Leid nicht an. Trotzdem, seit ihrem 14. Lebensjahr hat sie Essstörungen. Zuerst Magersucht, später Fressattacken und Erbrechen. Seit einigen Jahren kommt auch noch der Alkohol hinzu. Nach vielen vergeblichen Therapieversuchen sucht auch sie Hilfe in der Hypnose. Wird es ihr gelingen, ihre Sucht in den Griff zu bekommen? Ich bin Journalistin und werde in meinem Film auch selbst testen, ob und wie Hypnose heilen kann. Meine Recherche führt mich nach Heidelberg. Hier will ich einen Arzt treffen, der sich intensiv mit Hypnose als Heilmethode beschäftigt. Ich selbst verspreche mir auch Hilfe, denn seit meiner Kindheit habe ich Angst in engen Räumen. Aufzug geht gar nicht. Also ist mal wieder Treppensteigen angesagt, wie seit vielen Jahren. Für diesen Film muss auch ich an meine persönlichen Grenzen gehen. Kann Dr. Gunter Schmidt mir helfen? Dr. Schmidt, herzlich willkommen. Hat eine gute Fahrt gehabt. Meine erste Frage an ihn: Was ist eigentlich Hypnotherapie? Schön, dass Sie da sind. Ja, schön. Ich habe eine Menge Fragen mitgebracht. Ja, gern. Hypnotherapie beschäftigt sich mit unwillkürlichen, unbewussten Prozessen, die in uns ablaufen und insbesondere damit, wie die in einer hilfreichen Weise für uns aktiviert werden können. Das klingt für mich jetzt noch sehr abstrakt. Und mich interessiert vor allem eins. Kann man auch Fahrstuhlangst mit Hypnotherapie auflösen? Natürlich. Also das ist etwas, das haben wir fast täglich, solche Dinge. Weil die Angst vor dem Fahrstuhl, das ist den Menschen natürlich nicht klar, ist eigentlich auch schon Ergebnis einer ungewollten Hypnose, die sie mit sich selber gemacht haben. Der Fahrstuhl an sich kann keine Angst machen, aber wenn Sie zum Beispiel Angst vor dem Fahrstuhl hätten, dann geht es nur deshalb, weil unbewusst irgendwelche Fantasien in Ihnen ablaufen, die irgendwann mal entwickelt wurden. Genau, der geschlossene Fahrstuhl Raum. Ist es wirklich so einfach, wie er sagt? Doch zuerst fahre ich nach Norddeutschland. Nach vielen Telefonaten und unserem ersten Kennenlernen konnte ich Christine Schönfeld für dieses Filmprojekt gewinnen. Wie viele andere Betroffene verheimlicht sie ihre Bulimie und versteckt die damit verbundenen Fress- und Brechattacken vor ihrem persönlichen Umfeld. Deshalb hat sie für diesen Film ihr Äußeres verändert. Die Krankheit bestimmt ihr Leben. Immer wieder spürt sie inneren Druck und wenn der zu groß wird, hat sie nur eine Lösung: Einkaufen im nächsten Supermarkt. Alles kommt in den Wagen. Hauptsache fett, süß und viel. Was treibt sie an, so zu handeln? Das ist wie so ein Automatismus, dass es, wenn das erstmal im Gang ist, dann kann ich da nichts mehr machen. Spürst du dich? Was fühlst du in der Situation? Anspannung ohne Ende. Also ich fühle mich angespannt, ich fühle mich unruhig. Es ist also ganz, es fühlt sich nicht gut an. Es ist wirklich, als müsste ich zerplatzen, als müsste ich irgendwie irgendwas machen. Immer wieder führt sie ihr Weg in den Supermarkt, weil nichts anderes hilft. Dann läuft alles nach dem gleichen Muster ab. Schon seit über 17 Jahren geht das so. Und seit sie auch Alkohol trinkt, ist es noch schlimmer geworden. Mit gefüllten Einkaufstaschen zieht sie sich in ihre Wohnung zurück, schließt sich ein, schaltet das Telefon aus und wieder beginnt ihr Teufelskreis von vorne. Wenn ich dann Alkohol getrunken habe, dann habe ich irgendwann einen Punkt, wo ich weiß, dass es mir einfach überhaupt nicht gut tut und dass ich das auch gar nicht will. Und dann denke ich mir, ich stopfe halt alles in mich rein, damit ich wieder ausbrechen kann, damit der Alkohol auch wieder rauskommt. Und dann nach dem Brechen habe ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich das wieder gemacht habe, dass ich wieder trinke. Und das ist dann so eine Spirale.
An einem Abend mehrfach? Ja, an einem Tag teilweise. Also wenn ich diese 4-5 Tage hintereinander habe, dann kann es auch morgens schon losgehen. An solchen Tagen ist an ein normales Leben nicht zu denken. Wie wird es ihr im Laufe der Therapie bei Dr. Gunter Schmidt ergehen? Erlangen in Franken. Hier lebt Pina Maja, von außen betrachtet, auf der Sonnenseite des Lebens. Doch die Zahnärztin leidet sehr unter Atemnot, Asthma und Allergien. Tabletten und Cortisonspray können ihre Symptome nur lindern. Das sind ganz, ganz arge Heuschnupfen betroffen. Es sind also Augen, ganz starker Schnupfen. Ja, und vor allem die Lunge, dass ich in der Zeit nicht gut atmen kann, mich eigentlich zu Hause verkriechen muss. Ja, es ist ein richtiges Asthma sich entwickelt im Frühling, Sommer. Das sind die Hauptsymptome. Ausflüge mit einem schönen Picknick im Freien, wie andere Familien sie genießen, bleibt für sie ein unerfüllbarer Traum. Jahrelang hat die 48-Jährige viele Ärzte aufgesucht, hat von der Schulmedizin über Akupunktur bis zur Homöopathie alle denkbaren Heilverfahren ausprobiert. Ohne Erfolg. Und seitdem sie sich an einem Getränk verschluckt hat, kommt eine massive Todesangst hinzu. Ihre Angst zu ersticken. Das war wohl ein akutes Lungenversagen. Und seitdem habe ich auch mal wieder Angst. Also allein, wenn ich über die Lunge spreche, spüre ich sie schon und habe das Gefühl, dass ich sie spüre. Und insofern habe ich auch in anderen Jahreszeiten immer wieder Angst, allein nur über die Lunge nachzudenken. Und da kommt jetzt schon fast wieder. Das kann ich nicht gut. Vor einigen Monaten hat sie Dr. Gunter Schmidt kennengelernt. Und ihre Hoffnung ist jetzt, mit Hilfe der Hypnose von ihren Ängsten und Allergien befreit zu werden. Im November 2011 beginnt Pina Maja ihre Therapie. Dafür fährt sie 300 Kilometer in den Odenwald. Es ist ihre erste Sitzung, bei der sie in Trance fallen wird. Sie hat zugestimmt, dass wir filmen dürfen, und schildert Dr. Gunter Schmidt ihr Erlebnis, bei dem sie fast erstickt wäre. Also ich habe geatmet und habe keinen, aber bin dabei fast dennoch erstickt, also vom Gefühl her. Und seitdem ich weiß, wie nah das war, dieses Erleben, aus einem Lachen heraus wegzusterben, in Anführungsstrichen, und dass die Lunge nicht mehr mitgemacht hat, ja. Seitdem bin ich da ganz eng. Ist um eine Urangst. Ja, und quasi gerade aus heiterem Himmel. Ja. Es war ja nicht so, dass das irgendwie, oh Gott, es wird auf mich zukommen, sondern bupp, aus heiterem Himmel. Ja. Und es berührt dich sehr, wenn ich dich recht so verstehe, wenn du an diese Urangst denkst. Jedes Mal, es ist wirklich, man braucht nicht drüber reden, wirklich wie so ein, und ja. So wie es auf mich wirkt, deine Schilderung, war das eine brutale Traumatisierung. Ich habe Angst, das nicht unter Kontrolle zu haben, also... Dass es wieder passieren könnte, oder? Ja. Eigentlich war das jetzt sowas wie Hypnose im Gespräch. Ja. Du redest dich quasi in ein bestimmtes Erleben hinein. Dann wird das gesamte Erlebnisnetzwerk, also Gedanken, Gefühle, aber auch Atmung, Körperreaktionen, was da vernetzt ist miteinander, das wird dann hochgeholt. Ich sehe mir diese Szene mehrfach an und versuche zu verstehen, wie Dr. Gunter Schmidt arbeitet. Bislang erscheint es mir wie ein ganz normales Gespräch, bei dem sie gemeinsam hilfreiche Bilder und Fantasiewelten finden. Aber die Sitzung ist noch nicht zu Ende. Der Therapeut verändert seine Stimme. Damit beginnt für Pina Maja die Trance. Sie schließt ihre Augen und taucht in die Szene eines bekannten Kinofilms ein. Es ist auch ein Bild von Star Wars, wo sie unter Wasser schwimmen und in diese Welt reinschwimmen. Und es ist auch... Okay, und da sind sie da, wie in einer anderen Welt, in einer dich schützenden Welt, in einer hilfreichen Welt. Und reines Gedankenspiel, diese Umhüllung könnte dich überall hin begleiten. Gerade wo du gehst und stehst, hier und jetzt. Ja. Und nehme an, wenn diese Erfahrung so mit dieser Umhüllung um dich herum dich begleiten könnte, sogar wenn mal Pollen wieder fliegen und so weiter. Und du würdest aus diesem Raum heraus, gut geschützt von deiner Hülle, die Pollen da irgendwo dir vorstellen, also, ach Gott,
Und die Polen würden sozusagen an dem Raum entlang vorbeigeleitet werden. Wie würde dein Organismus reagieren können? Komplett unbeteiligt, also kommt da nichts durch. Wäre das ein hilfreiches Bild für dich? Ja. Wie geht's dir denn im Moment da damit? Na, ich lache mir gerade eins ins Fäustchen, weil ich ja diese Unterwasserwelt da aufgebaut habe, dieses unter dieser Quallenhaut. Mhm. Da kommen ja sowieso keine Pollen ans Eben Wasser. Genau. Pina Maya war tatsächlich in Trance, auch wenn man es von außen kaum wahrnehmen kann. Offenbar geht es bei Hypnotherapie darum, sich durch unterstützende Bilder einen Schutz zu schaffen und die Macht dieser Bilder für die eigene Heilung einzusetzen. Eigentlich war der berufliche Weg von Christine Schönfeld vorgezeichnet, als Juniorchefin im elterlichen Betrieb. Doch dann entschied sie sich anders. Sie verließ ihre Heimatstadt und begann eine neue Ausbildung. Das führte zu großen Spannungen mit den Eltern. Hinzu kam das Scheitern ihrer langjährigen Beziehung, in der sie sich ausgenutzt fühlte. Ich sage immer, ich bin einmal durch die Hölle gegangen und zurück. Zu der Zeit, wo ich angefangen habe zu trinken, war es halt so, dass ich nichts mehr konnte. Also ich konnte nicht mehr essen, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe nur noch geheult und habe irgendwann angefangen, abends eine Flasche Wein zu trinken, um überhaupt schlafen zu können. Und das steigerte sich dann. Ja. Auch härtere Sachen dann, oder? Ja, auch härtere Sachen. Also es fing teilweise morgens mit Sekt an und ich habe dann teilweise auch Wodka zwischendurch getrunken. Also immer Wein, aber dann auch vermehrt Wodka. Der Alkohol und die Bulimie hinterlassen bei der 35-Jährigen erste körperliche Spuren. Seit ich die Probleme mit dem Alkohol habe, habe ich wirklich auch Magenschmerzen richtig extrem. Also ich war auch zur Magenspiegelung und das ist alles sehr entzündet. Die Speiseröhre tut danach meistens ein bisschen weh, aber bis jetzt also geht es, hält sich alles noch in Grenzen, auch mit meinen Zähnen und so ist alles noch relativ in Ordnung. Aber ich denke, auf lange Dauer wird man da schon Spuren sehen, gerade was meinen Magen angeht. Also der macht mir im Moment wirklich Probleme. Und womit ich dann halt auch immer Probleme habe, ist die Verdauung. Und dann nehme ich halt dazu noch Abführmittel, was natürlich auch alles andere als gut ist. Einige Monate musste Christine Schönfeld auf ihre erste Hypnotherapiesitzung warten. Jetzt wird sie von ihrer Mutter zu Dr. Gunther Schmidt begleitet. Meine Hoffnung ist, dass ich die Kompetenz bekomme, mir andere Wege zu suchen, diese Entspannung zu bekommen oder auch anders damit umzugehen. Also ich fühle mich im Moment einfach nur fremdgesteuert durch das Essen und durch den Alkohol. Das sind Sachen, wo ich keinen Einfluss drauf habe und ich möchte einfach wieder frei leben. Ich möchte die Kompetenz entwickeln, ein gutes Leben zu haben, einfach das Leben genießen zu können und wirklich zu leben. Schmidt. Ja, schön, dass Sie hier sind. Ja, wir freuen uns. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Können wir doch gleich anfangen, ne? Ja, gerne. Dann würde ich Sie bitten. Ob Dr. Gunther Schmidt ihr helfen kann? Was wäre denn dein gewünschtes Ergebnis, für welches wir hier zusammenarbeiten? Woran würdest du merken, dass es so ist, wie du es gern hättest? Ich würde es daran merken, dass ich nicht immer dieses Bedürfnis habe, mich mit irgendwas vollzustopfen. Also, dass ich nicht so diese Heißhungerattacken kriege, wo ich dann wirklich den Wunsch habe, unkontrolliert alles Mögliche, was ich mir sonst verbiete, oder auch in mich reinzustopfen und es dann wieder auszubrechen. Also, jetzt esse ich ja auch oft, wenn ich irgendwie Angst habe oder wenn es mir schlecht geht oder ich traurig bin oder Anspannung ist. Ah ja, also schon Hunger, aber nach was ganz anderem. Genau. Mhm. Und da kann man dann auch essen, so viel man will, an üblicher stofflicher Nahrung. Da es ja anscheinend um einen anderen Hunger geht, scheint es dann nicht die Sättigung, die zu Angestrebte zu bringen. Ne? Nee, das ist dann nur für einen kurzen Moment und dann kommt es wieder. Das ist sicher auch die ganze Zeit schon ganz schön quälend gewesen dann. Also. Ja, ist es auch. Also es ist durch den Alkohol auch noch schlimmer geworden. Aha. Mhm. Weil der Alkohol mich, glaube ich, noch mehr so fesselt. Also es erfüllt in dem Moment noch mehr so seinen Sinn für mich, so zur Entspannung oder zur Flucht halt auch einfach. Diese Essattacken, das ist für mich immer sehr anstrengend. Also es ist
dieses erleichternde Gefühl, wenn ich das in mich reinstopfe sozusagen, das ist für einen kurzen Moment, und das wieder ausbrechen ist für mich ganz furchtbar. Das ist, also da habe ich immer Angst, ich ersticke, und es ist ganz schrecklich. Und der Alkohol, das ist irgendwie auch ein gutes Gefühl auf Knopfdruck, aber es hält länger. Und es ist keine Anstrengung dabei. Und wenn du es gemacht hast, wie redest du denn dann innerlich mit dir? Wie gehst du damit um? Oh, sehr schlecht. Mal unter uns, wir können ja offen drüber reden. Was sind so typische... Ja, also ich mache mich dann nieder. Ah, du machst dich nieder? Ja. So. Aber das heißt ja eigentlich, du machst jemanden nieder. Da sind ja schon zwei in dir drin. Ja. Mindestens. Ne? So, offensichtlich gibt es eine, die niedergemacht wird, und eine, die niedermacht. Jetzt hast du schon wieder gemacht. Du bist echt ein Versager. Warum kannst du dich nicht mal unter Kontrolle kriegen? Kann doch nicht so schwer sein. Hättest du mal bloß auf die anderen gehört. Du hast alles falsch gemacht. Du bist echt ein Versager. Meine Erfahrung ist, im inneren Szenario sozusagen, ist es echt so, als ob da auf einen Eim geschwätzt wird. Mhm. Da ist aber wichtig nicht nur was, sondern von woher. Kommt die von links, von rechts, von hinten, von vorne? So in, wie wenn man sich aufstellt, wie wenn man so eine Skulptur macht. Ich glaube, die kommt von allen Seiten. Du bist umzingelt, also, ja. Von allen Seiten, so im Chor immer. Na, dann würde ich dir aber vorschlagen, als erstes, wir gucken mal, ob du irgendwie die ein bisschen umplatzieren könntest. Ja. Weil meine Erfahrung ist, gleich weg kriegt man sowas nicht. Man kann im Gehirn gar nichts löschen. Das macht aber gar nichts, wenn man sich erlaubt, die Regisseurin zu werden. Wo müsste die hinstehen, sodass dein Organismus sagt, klar, ist jetzt nicht toll, aber jetzt kann ich viel besser, vielleicht auch geschützter und ruhiger damit umgehen. Wo würden die hin? Probier also ich würde sagen, da. Dahin. Da in die Ecke. Und wie weit weg da? Ganz weit weg, ganz an die Wand. Kannst du das vorstellen, da, dahinter? Wenn du den... Sie müssten noch ein bisschen kleiner werden und irgendwie oben in die Ecke gehen. So. Ich habe nichts dagegen. Nehmen wir an, du könntest das vorstellen. Sie werden allmählich ein bisschen kleiner und kleiner. Mhm. Guck doch mal hin, wenn du Lust hast. Hat es noch die gleiche Wirkung auf dich? Mhm. Welche hat es eher mehr? Ein bisschen lächerlich schon fast. Aha. Wäre das für dich okay oder wäre das... Ja, es fühlt sich gut an. Ah, woran merkst du das? Weil ich das nicht mehr so für voll nehmen kann. Also ich sehe die da oben ganz klein und ohne Wirkung. Es ist nicht mehr so beängstigend, es ist nicht so bedrängend. Und was ist es anstelle dessen mehr? Ach, es gibt mir mehr Luft, mehr Raum. Es gibt dir mehr Luft und deine Atmung zeigt ja auch schon, dass die dann anders wird. Es gibt dir mehr Luft, es gibt dir mehr Raum. Wie wirkt sich das auf deinen Organismus? Positiv. Aha. Entspannt. Was ist passiert? Christine Schönfeld hat die bedrängenden Stimmen nach außen verbannt. Damit konnte sie erstmals spüren, wie die an Macht verlieren. Wird ihr diese Erfahrung auch helfen, ihren Alltag besser zu bewältigen? Was kann Hypnotherapie leisten? Im Internet finde ich eine Fülle von Therapieangeboten. In verschiedenen Foren lese ich von Menschen, die Hilfe suchen. Vor allem bei Allergien, Ängsten, Süchten, Depressionen, Burnout und Schmerzen. Für sie kommt die Hypnotherapie als Lösungsversuch in Frage. Auch ich mache mich auf den Weg zu meiner ersten Sitzung, um mich meiner Angst zu stellen. Der Angst vor engen, geschlossenen Räumen. Was wird dabei mit mir passieren? Verliere ich die Kontrolle während der Trance? Lasse ich mich ein? Ah, hallo. Hallo, Frau Susse. Guten Tag. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja. Ein bisschen aufgeregt jetzt. Ja, klar. Meine erste Sitzung hier bei Ihnen. Da gucken wir mal, wie wir das jetzt nutzen können, ja, dann ja, in eine hilfreiche Aufregung. Wie jede Sitzung beginnt auch meine Therapie mit einem ganz normalen Gespräch. Dr. Gunter Schmidt versichert mir, dass ich während der Sitzung nicht die Kontrolle verlieren werde. Dann möchte er von mir wissen, warum ich hier bin. Da ist so viel reichhaltige Erfahrung vor. Das ist doch. Also ich bin hier, weil ich Platzangst habe, schon von Kindheit an. Mhm. Weiß im Prinzip auch, wo es herkommt, weil mein großer Bruder, 9 Jahre älter als ich, mich in der Gästetoilette eingesperrt hat. Ah. Er behauptete immer, wenn ich frech war, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. und der Lichtschalter war außen. Also da war zwar auch ein Fenster drin, aber es gab eben auch Situationen, wo es dann wirklich finster war da drin. Insofern bin ich, glaube ich, auch
Während ich davon erzähle, rast mein Puls und meine Atmung wird flacher. Das sehen Sie ja selber. Das geht rasend schnell mit so unwillkürlichen Abläufen. Und die haben aber sofortige Wirkung. Bis in die Zellen, so könnte man sagen. Mhm. Atmung, Muskulatur, Blutdruck, alles wird davon beeinflusst durch diese Dinge. Da haben sie schreckliche Erfahrungen gemacht gehabt mal. Da bilden sich nach allem, was man heute aus der Hirnforschung weiß, dann damit verbundene, situationsverbundene Netzwerke des Erlebens. Ne? Also da in dieser Toilette eingeschlossen zu sein, das so, das ist dann zum Schluss nicht nur ein Bild. Das sind die ganzen Körperreaktionen, die ganzen Gefühle, alles damit wie ein Netzwerk. Und das ist praktisch wie so ein Archivbild, sozusagen ein Archivfilm in ihrem inneren Erlebnisrepertoire gespeichert. Wenn dann Ähnlichkeiten erlebt werden, das könnte auch 30 Jahre drauf sein, und da muss gar nicht alles ähnlich sein, nur bestimmte Faktoren könnten ähnlich sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das wieder alles anspringt. Meine Trance beginnt. Ich lasse mich von seiner Stimme leiten, die mich in mein damaliges Erlebnis führt. Ich bin wieder da, wo ich als kleines Mädchen war, eingeschlossen in der dunklen Toilette. Dr. Gunter Schmidt schlägt vor, dass ich mir den Raum sehr viel größer vorstelle. Vor meinem inneren Auge sehe ich erste Bilder. Das habe ich ja früher noch gar nicht so gesehen. Ich verbinde gerade diese Enge dieses Raumes mit der Weite, als ich mit 26 mit dem Motorrad in der Wüste war. Oh, wow. Und das ist eine spannende Kombination. Mhm. Das ist toll. Weil das war so absolute Freiheit. Und das ist mein inneres Bild gerade. Und das finde ich gerade sehr schön. Das ist toll. Hey, ja, das ist ja spannend. Das habe ich ja früher noch gar nicht so gesehen. Jetzt entdecke ich meine ganzen Film- und Bildgestaltungschancen in diesen Räumen. Und wer, wenn nicht sie, kann das in wunderbarer Weise ausgestalten. Mit so vielen anregenden Bildern. Und das Mädchen damals konnte das nicht wissen, aber von heute aus gesehen kann man dir einen hilfreichen Besuch aus der Zukunft schicken. Sie sind deren Zukunft. Und die konnte noch nicht wissen, was sie womöglich sogar angestoßen durch solche leidvollen Erfahrungen an kreativen Entwicklungen und Freiheitserfahrungen gemacht haben. Freiheitserfahrungen, die sie der wieder zurückschenken könnten. So als ob es eine Besucher aus der Zukunft gibt. So dass das Mädchen allmählich merken kann, denn das konnte das nicht wissen. Hey, guck mal, ich zeig dir, was aus uns geworden ist. Und ich zeig dir, was ich dir schenken kann. Und es kann so berührend wirken, auch für so ein Mädchen. Endlich nicht mehr einsam und allein ausgeliefert zu sein. Dr. Gunter Schmidts Worte haben eine große Wirkung auf mich. Ich habe in der Trance meine Angst als Kind mit der Kompetenz, die ich im Laufe meines Lebens entwickelt habe, verknüpft. Ist das ein erster Schritt in die Heilung? Ich frage mich, wie werde ich das nächste Mal auf einen Fahrstuhl reagieren? Die Szene aus dem Film Star Wars ist durch die Trance für Pina Maya zu dem entscheidenden Bild geworden. Die Filmfiguren gelangen durch eine unsichtbare Membran in die geschützte, luftgefüllte Hülle. Das ist der Raum, den Pina Maya sich immer wieder in ihr Gedächtnis holt. Jetzt bemerke ich das zum ersten Mal, dass ich anders damit umgehe. Wenn eine Angst kommt, muss ich dem nicht klein begegnen. Ich kann auch mal böse, also anders, also tatkräftiger, vielleicht etwas aggressiver damit umgehen. Und das tut meinem Leben vielleicht auch ganz gut. Frei werden, aktiv gegen ihre Ängste vorgehen, das hat Pina Maya aus ihrer ersten Sitzung mitgenommen. Noch ist es Winter, noch fliegen keine Pollen, die Feuerprobe kommt noch. Zurück bei Christine Schönfeld. Seit ihrer letzten Sitzung ist sie stark genug geworden, die Beziehung zu ihren Eltern genauer zu betrachten. Und damit auch ihre Rolle als Kind. Seit ich 14 war, habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich habe die Verantwortung für meine Eltern.
Weil meine Schwester es halt ganz geschickt gemacht hat. Die war 21 und ist halt ausgezogen. Und ich habe das Gefühl, sie klammern sich halt immer noch an mich. Das ist die Zwickmühle. Also ich möchte gerne unabhängig sein und habe sie natürlich trotzdem lieb. Sind ja auch meine Eltern. Ich habe auch bei meinem Vater immer das Gefühl, ich kriege so Liebe und Anerkennung nur durch Leistung. Und im Moment ist es halt, dass ich ja seinen Weg verlassen habe und meinen eigenen gehe. Und das ist schon nicht der einfachste. Also ich hätte es einfacher haben können. Als Juniorchefin in die Fußstapfen des Vaters zu treten, das wollte sie nicht. Doch jetzt ist sie durch ihre zweite Ausbildung wieder finanziell von ihren Eltern abhängig. Diese Abhängigkeit verstärkt ihren inneren Konflikt. Was bleibt, ist immer wieder das schlechte Gewissen. Nach dem Besuch bei Dr. Gunter Schmidt hat sich einiges verändert. Doch weiterhin bestimmt der Alkohol ihr Leben. Seit der Sitzung mit Gunter Schmidt entstanden so Extreme. Also ich habe so Wochen, wo ich mich richtig gut fühle, so, wo ich wirklich denke, ich lebe das erste Mal richtig, also ich fühle mich richtig gut und dann kippt das wieder komplett. Und dann wird es halt schlimmer, als es vorher war. Also es sind wirklich so Extreme entstanden. Zum Beispiel, dass ich längere Zeit hintereinander Alkohol trinke. Also sonst war es meistens so 2 Tage und dann habe ich wieder Stopp gesagt und dann war gut. Und jetzt sind es teilweise auch 4, 5 Tage. Und ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen, dass ich mich dafür bestrafe, dass es mir davor so gut ging. Zwei Monate nach ihrer ersten Sitzung ist Pina Maja wieder bei Dr. Gunter Schmidt. Diesmal wird sie von ihrem Partner begleitet. Und auch ich darf mit dem Team wieder dabei sein. Jetzt haben wir uns einige Zeit nicht gesehen. Da ist ja immer Entwicklung möglich in der Zwischenzeit. So, da würde ich gerne damit anfangen, einfach mal zu fragen, wie hat sich denn seit letztem Mal entwickelt? Mhm. Auch was war vielleicht von der letzten Sitzung nützlich, hilfreich oder wie hat sich überhaupt entwickelt? Mhm. Die Neugier ist auf alle Fälle gewachsen. Ich habe festgestellt, diesmal begegnet mir immer wieder mal der Gedanke, was ist, wenn der Frühling kommt und die Pollen beginnen, werde ich mit den Bildern arbeiten, werde ich mich damit befassen, werde ich es verstärken, werde ich sie abwehren können. Mhm. Das ist so ein bisschen die Entwicklung. Was ich festgestellt habe, ist, dass ein Unterschied ist in der eigenen Rolle und dem eigenen Selbstverständnis, mit vielen Dingen umzugehen. Raus aus einer Opferrolle, raus aus dem Hilflosen, mehr in das Aktive. Gehe ich damit eigentlich auf den Kopf? Vieles in ihrem Leben befindet sich im Umbruch. Mit den damit verbundenen Herausforderungen steigt bei der pflichtbewussten Pina Maja aber auch der innere Druck. Tut sich auch einiges nicht immer greifbar. Wahrscheinlich auch das halt jetzt so die Situation ist, würde ich dich gerne einladen, dass wir mal gucken, wie du jetzt da ganz in einem schönen geschützten Raum sitzen könntest. Mhm. Aber dann von dort aus zugucken könntest, wie es um dich herum immer ruft. Du musst. Weil das ist ja sowieso da. So ganz geschützt und sicher. Und ich kann dann aus dieser geschützten, sicheren Position heraus in mich reinspüre, nachdenken und vielleicht so allmählich ausloten. Was machen wir als erstes? Und was dann? Wobei gleichzeitig alles außenrum vielleicht brüllt. Alles, du musst. Und zwar mich zu 100%, sofort. Und ich meine, du wärst in so einem sicheren, schönen Raum. Wie immer der für dich dann der passende wäre. So dass man überlegen kann, wo müssen wir die ganzen du musst, denn außerhalb platzieren, sodass man sie angucken kann. Gucken kann, was wäre davon als erstes wichtig, was wäre stimmig. Vielleicht sogar gucken kann, außerdem du musst, können sich noch was du willst, du darfst. Es ist so in Ordnung für dich, dazu platzieren. Aber du ganz, ganz sicher und geschützt.
Dr. Gunter Schmidt versucht für Pina Maja eine Brücke zu bauen. In eine Welt, in der es nicht nur Pflichten, sondern auch eigene Wünsche und Bedürfnisse geben darf. Noch konzentriert sie sich auf ihre körperlichen Symptome mit dem Ziel, dass das Atmen immer so ruhig funktioniert. Dass das Atmen? Das tiefe Atmen. Einfach? Das sorglose, tiefe, ruhige Atmen. Mhm. Ohne Schnupfen. Einfach so funktioniert? Tief und ruhig, ja. Tief und ruhig. Gut, kann ich beruhigt einatmen, weil da wird geführt, da wird dieses, da hängen sie die Pulle. So das, was durchkommt, beruhigend zu tiefer, ruhiger Atmung beitragen kann. So wohltuend für deine Lungen. Ja. Und du müsstest nichts extra machen. Denn dein Körper kann unterstützt werden durch diese Bilder. Gestärkt durch diese Bilder verlässt Pina Maja die Klinik. Noch hat sie einen langen Weg vor sich. Wie sieht Dr. Gunter Schmidt ihre Entwicklung? Die ganze Arbeit bisher ging dann letztlich in die Richtung, ihr im eigenen Erleben ruhig mit kritischer Haltung überprüfbar zu machen, dass sie selbst tätig was machen kann für ihr Erleben, für ihre Körperreaktionen und so weiter, damit sozusagen die Erfahrung eines steuernden, kompetenten, selbstwirksamen Ichs gestärkt wird. Und damit die Haltung dieses ausgelieferten, ohnmächtigen Opfer-Ichs allmählich relativiert wird und ersetzt wird durch ein Steuerungs-Ich. Frühling 2012. Mit ihrem Partner ist Pina Maja unterwegs in Nürnberg. In den letzten Jahren hat sie sich immer wieder in diese Stadt geflüchtet, wenn sie auf dem Land die Pollen nicht mehr ertragen konnte. Wie ist es heute? Ich glaube auch in Bezug auf die Krankheit. Ich habe mich komplett losgelassen, nehme keine Medikamente mehr mit, habe die Notfallsprays nicht mehr in der Handtasche. Das zeigt in meinen Augen eben auch, dass irgendetwas wirkt von dem, was ihr alles gemacht, besprochen habt. Ja, das Wort Lunge kann ich mittlerweile auch aussprechen, ohne zu sagen, oh, hoffentlich funktioniert sie die nächste Stunde noch. Mir war schon immer ängstlich, ob ich danach normal weiteratme oder ein Rasseln höre, darüber nachdenke, wie viele Jahre sie noch mit Treue Dienste leistet. Es hat sich auch, ja. Ich kann eine Lunge aussprechen. Ja. Das ist gar, da geht's kein, gut das ist dabei. Gar kein schlimmes Wort, abgesehen davon. Nach 4 Monaten begleite ich Christine Schönfeld auf dem Weg zu ihrer nächsten Sitzung. Durch ihr wachsendes Selbstbewusstsein verändert sich ihre Situation und damit auch die ihrer Familie. Bei mir löst es eigentlich Wut aus, muss ich sagen. Also es ist irgendwo, dass ich denke, ich habe jetzt so viele Jahre mehr oder weniger für die gelebt oder so gelebt, wie es für das System halt gepasst hat und gar nicht, wie es mir gut getan hätte. Und wenn ich dann spüre, dass ich da so einen Widerstand kriege, so wie sie merken, dass es mir besser geht und dass ich eigenständiger werde, also das macht mich schon wütend. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich verstehen, ich habe es ja die ganzen Jahre mitgemacht. Aber ich bin jetzt auch wirklich an einem Punkt, wo ich sage, nein, ich will es nicht mehr. Ich will es definitiv nicht mehr. Ich will jetzt mein Leben und ich will in meinem Erwachsenenalter leben und nicht im Kind. Und ich möchte in die Zukunft sehen und an meiner Zukunft arbeiten. Und die Erkenntnis hat mich schon also wirklich sehr gestärkt und auch positiv eingestellt. Ah, hallo. Hallo. Hallo Christine. Willkommen. Vielen Dank. Also, gute Fahrt gehabt. Ihre Wut führt Christine Schönfeld ins Handeln. Was hat sich denn seit dem letzten Mal entwickelt und was war vielleicht auch nützlich vom letzten Mal? Also für mich hat sich sehr viel entwickelt. Ich habe zum einen gemerkt, dass ich viel selbstbewusster bin. Aha. Dass ich mich auch einfach nicht mehr so wichtig nehme oder die ganzen Situationen, in denen ich so bin, nicht mehr so wichtig nehme. Also ich verhalte mich ganz anders, viel lockerer. Ja, und auch selbstbewusster habe ich das Gefühl. Mhm. Ich habe ja die ganzen letzten Jahre die Verantwortung für meine Eltern übernommen. Ah ja. Und diese Verantwortung loszulassen und mal zu sagen, das ist euer Ding, ihr seid die Erwachsenen und ihr könnt euch um eure eigenen Probleme kümmern, also das hilft mir unwahrscheinlich.
Die Therapie bei Dr. Gunther Schmidt ermöglicht es Christine Schönfeld, eine gesunde Distanz zu ihren Eltern aufzubauen. Und wie ist es mit dem Trinken? Also von daher würde ich, das war so lange, das sind 17, vielleicht 20 Jahre Teil deiner gewohnten Identität. Und dann tendiere ich dazu, dass ich nach so, was weiß ich, 2-3 Wochen wieder zum Alkohol greife, weil ich ein schlechtes Gewissen bekomme, dass ich keine Lust habe, mich bei meinen Eltern zu melden. Also, dass ich dann wirklich, ja, mich dann wieder in eine Situation trinke, in der ich dann gerne anrufe. Und der Alkohol hat dann die Wirkung, als ob das dich deinen Eltern ernährt? Ja. Ja, du dann, ja? Also es ist einfach so, wenn ich was trinke, dann habe ich so ein schlechtes Gewissen meinen Eltern gegenüber, dass ich sie deswegen halt anrufe. Dann ist das ja wie ein Beziehungspflegemittel. Mhm. Das mit dem Alkohol, wie könnte man das bei deiner Christine beschreiben? Was würde man sagen, was die Christine da für ein Problem hat? Wenn jemand sagen, die hat ein Alkoholproblem oder so? Oder ist alkoholsüchtig? Oder was würde das jemand sagen? Ja, alkoholabhängig wahrscheinlich. Würden Sie sagen. Na, ich hätte da jetzt, wenn ich das höre und wenn ich das mal ernst nehme, und das habe ich sehr gelernt, ernst zu nehmen, dass man dadurch die Auswirkungen in Beziehungen gucken muss, dann müsste man sagen, ja klar, das kann man schon sagen, sie hat ein Alkoholproblem, aber eigentlich müsste man sagen, in Abständen, die sie zurzeit noch braucht, trinkt sie sich zielsicher ihren Eltern entgegen. Hm. Das ist eigentlich wie ein Ritual, sich sozusagen mit Alkoholschmiermittel den Eltern zu nähern. Da zeigt sich eine enorme Loyalität und auf eine Art eine ganz berührende Liebe. Da bist du sehr verbunden mit ihnen. Und sie auf eine Art auch mit dir. Mhm. Aber es ist irgendwie auch so eine traurige Komponente, dass diese Liebe immer nur zu so einem hohen Preis so irgendwie. Ja, das finde ich auch, das will ich so auch nicht mehr. Aber es ist viel Liebe da drin. Du hast da unheimlich viel Verantwortung übernommen, anteilnehmend auf was auf dich genommen. In der folgenden Trance konzentriert sich Dr. Gunther Schmidt auf die Rolle des Vaters. Was hat sich denn seit dem letzten Mal entwickelt? Wie würde dein Vater dabei aussehen, wenn du ihn sehen könntest mit all diesen Facetten auch? Nichts beschönigend und dabei ganz fair auch, all das. Diese bereichernden, wertvollen Fähigkeiten, die dein Vater in seinem Leben entwickelt und genutzt hat. Was für ein Bild von deinem Vater könnte dabei entstehen? Ein aufrecht stehender Mann, der ganz fest im Leben steht. Was gibt es für ein Gefühl als Tochter zu sehen, hey, ich habe einen Vater, der ein aufrecht stehender Mann ist, der ganz fest im Leben steht. Das macht mich stolz. Und gibt es nicht jede Menge Gründe dafür? Mhm. Und es wirkt sich offensichtlich nicht nur würdig für deinen Vater aus, sondern auch sogar auf eine Art stolz machen dich, und wenn dies dich stolz macht, was bewirkt es in dir? Das lässt mich auch wachsen. Interessant. Die Kompetenzen sind schon da, die haben wir schon gesehen. Mhm. Aber sie scheinen an bestimmte Entwicklungsbedingungen geknüpft zu sein. Heute haben wir wieder welche entdeckt. Und ja, nehme an, du würdest sagen, hopp, 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 schnell, schnell, schnell. Wie wird sich's auswirken? Das würde mir Druck machen. Und wenn du mehr Druck hast, wie wird sich das auswirken? Dann trinke ich mehr. Also gerade ist das nicht, das wäre gerade dann wie paradox. Ja. Wenn du mehr Druck machst, damit du weniger trinkst, trinkst du mehr. So. Also von daher würde ich, das war so lange, das sind 17, vielleicht 20 Jahre Teil deiner gewohnten Identität gewesen. Da wäre es einfach gut, wenn dein Organismus, deine Seele Zeit hat, ganz allmählich zu entdecken und Vertrauen zu finden in die längst vorhandenen Fähigkeiten. Aber da braucht man ein bisschen Zeit. Und deswegen würde ich lieber sagen, on the road to freedom gibt es halt einige Tankstellen, die machen die Fahrt noch besser. Und wie sieht Dr. Gunther Schmidt die Entwicklung von Christine Schönfeld? Da muss ich einfach sagen, da habe ich große Hochachtung, in welch kurzer Zeit diese Frau diese Herausforderungen aufgegriffen hat und ganz viele positive Entwicklungen gemacht hat. Das ist noch nicht erledigt, überhaupt nicht. Und es zeigt jede Menge Symptom-Ehrenrunden, nenne ich das. Also manche Leute würden sagen, die traditionelle Form wäre, würde sagen, Rückfälle.
Aber das impliziert die Annahme, man könne zurückfallen in was, und das ist schlichtweg lächerlich. Aber sie greift manchmal wieder zurück auf Lösungsversuche, die halt dem alten Muster entsprechen. Das ist eine völlig normale und natürliche und sehr sinnvolle Reaktion, damit man den Übergang in organischer Weise schaffen kann. Das begleiten wir gerade systematisch, und da bin ich sehr zuversichtlich. Es ist Frühling, zu Hause bei Pina Maja in Erlangen. Benötigt sie wieder das komplette Allergiesortiment, um ihr Haus verlassen zu können? Na, hast du gesprüht? Hast du Asthmaspray genommen? Nein, gar nichts. Ich denke da auch gar nicht mehr dran. Also ich fahre einfach drauf los. Ich wäre nie hierher gekommen. Ich kenne das hier auch noch gar nicht so. Es ist nur 3 Kilometer von uns entfernt, glaube ich. Hier war ich noch nie vorher während so einer Blüte. Wie fühlt sich das an? Ganz ehrlich, richtig gut. Nein, wirklich richtig gut. Es klingt zwar kitschig, aber es fühlt sich richtig gut an. Um hier hinzukommen, hat Pina Maja 4 Hypnotherapiesitzungen absolviert. Auch ich traue mich nach meiner Trance in den Fahrstuhl. Wenn sich die Tür schließt, droht wieder mein Gefühl des Eingeschlossenseins. Zugleich erinnere ich mich an die Worte von Dr. Gunter Schmidt. Ich selbst habe es in der Hand, ob mir der Fahrstuhl Angst macht oder nicht. Während ich so überlege, bin ich schon im 6. Stock. Und wie geht es Christine Schönfeld nach knapp einem Jahr und 10 Therapiesitzungen? Heute joggt sie nicht mehr, um inneren Druck abzubauen. Inzwischen läuft sie, um ihre Fitness zu steigern. Was ist in der Zwischenzeit bei ihr passiert? In den letzten Monaten ist sehr viel passiert. Also es sind viele Menschen gestorben, die mir relativ nah auch waren, die teilweise auch sehr jung waren und die mir, glaube ich, irgendwo auch ein Stück weit gezeigt haben, dass es doch jetzt die Zeit wäre zu leben und vielleicht mal so ein bisschen von meiner Zukunftsangst loszulassen und wirklich versuchen, ja, im Hier und Jetzt zu sein. Ich glaube, so gut wie jetzt war es seit meiner frühesten Kindheit nicht mehr. Das ist echt toll. Und ich glaube, dass die Trance-Sitzungen da auch zu geführt haben, dass ich einen anderen Blickwinkel kriege. Also, dass ich halt wirklich, ja, entdecke, dass man die Wahrheit auch ganz anders deuten kann, ganz anders sehen kann. Ob ich da jetzt einen riesengroßen Mann sehe, der stark ist und mich anschreit, der eine Autorität ausstrahlt, wie ich meinen Vater dann halt manchmal gesehen habe, oder ich stelle ihn mir einfach vor als so einen kleinen Kuschelteddy, der dann da vor mir steht und irgendwie bäb macht oder was weiß ich, das verändert natürlich eine ganze Menge. Der kann das Gleiche sagen, aber es kommt ganz anders an. Und das so ein bisschen umzusetzen, ich glaube, das braucht eine Zeit, bis das innerlich so reifen kann. Aber wenn es dann da ist, dann geht das manchmal auch ganz von alleine. Zuletzt hatte es Christine Schönfeld geschafft, ein halbes Jahr nicht zu trinken. Sie ist davon überzeugt, dass ihr die Hypnotherapie diese Fortschritte ermöglicht hat. Aber es kann immer noch passieren, dass sie nach einiger Zeit wieder zum Alkohol